Werder, fast geil. Leipzig gegen den wunderschönen SV Werder Bremen 1:1. Werder hätte das Ding fast noch gezogen, hätte aber auch das Ding schon fast verlieren können. Ich bin hin und her gerissen. Schauen wir es uns an. Servus Bremen-Fans. Ich bin der Bassi B., Bremen-Fan aus Bayern und darum zur Begrüßung. Kein Moin, sondern Fazit. Servus. Endstand SV Werder Bremen bei RB Leipzig 1:1. Die Torschützen waren 1:0 für Bremen, war ein Eigentor von Seiwald in der 35. Minute und in der 61. Minute trifft Sesko den Ball so, wie man ihn treffen muss und haut ihn direkt unter die Latte. 1:1 Endstand. Der Kader war, so wie ich es gesagt habe, niemand von der zweiten, niemand von der Jugend. Aber Opitz war auch nicht dabei. Ole hat sich gedacht, gegen Leipzig reichen mir auch 19 Spieler. Was das mit Opitz zu tun hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber so war es nun mal. Aufstellung. Dass Opitz jetzt nicht im Kader war, hat jetzt für die Aufstellung wenig verändert. Aber wir machen eine Rückschau auf mein Video zur Vorschau. Spannend. Ich habe gesagt, dass Stark spielen wird und Veljkovic auf die Bank geht und Bittencourt aber für Stay drauf bleibt und somit Stay immer noch auf der Bank sitzt. Die Wahrheit war, Bittencourt startet, richtig, Stay, Bank, richtig. Der Rest war natürlich auch richtig, aber tatsächlich auch Stark auf der Bank und Veljkovic hat spielen dürfen. Also, never change, funktionierendes Team. Clever Ole. Hat mich etwas überrascht, aber finde ich auch gut, wenn er zufrieden ist mit den Leistungen, dass man dann sagt, ja, auch wenn vielleicht ein Stay eigentlich ein Stammspieler wäre beim SV Werder Bremen, solange die Jungs das gut machen, bleiben sie drauf. Finde ich absolut in Ordnung. Wir machen jetzt gleich wieder die Wechsel, bevor wir unser Diagramm ansehen. 68. Minute gab es den Doppelwechsel Demann und Stay für Agu und Woltemade. Und mit diesem Wechsel hat sich auch ein Systemwechsel angedeutet. Daher machen wir das ein bisschen anders mit den Wechseln heute. Das heißt, die Mann waren 1:1 Wechsel, ganz klar. Aber Stay hat dann auf der 8 gespielt, Bittencourt auch auf der 8 und Linen hat dann auf der tiefen 6 gespielt und hatten dann somit nur noch zwei Stürmer mit Duxch und Romano Schmid. Der nächste Wechsel war dann in der 77. Minute. Da durfte dann Stark spielen für Veljkovic. Ich habe da keine, wie soll ich es nennen, Angeschlagtheit von Veljkovic gesehen. Ich denke einfach, dass er da Stark Spielzeit geben wollte und darum hat er so gewechselt. Das System hat sich deswegen nicht mehr verändert. Das System hat sich auch bis zum Ende des Spieles nicht mehr verändert. Es gab aber noch zwei, ich sehe gerade die falsche Minutenzahl. Es gab aber noch zwei Wechsel, die waren nicht in der 68. Minute. Deutlich später, das habe ich falsch gemacht. Ah, das sei bitte verziehen. Aber was richtiges Groß kam für Bittencourt und Kovnatski kam für Marvin Duxch. Das passte und dann war das so am Schluss die Aufstellung, bei der wir dann ja tatsächlich eine sehr gute Nachspielzeit hatten. Aber fangen wir von vorne an. Jetzt kümmern wir uns um den Spielverlauf. Das war der Spielverlauf in meinen Augen in der ersten Halbzeit. Also generell war Leipzig sehr abwartend. Man muss auch sagen, nach dem Eindruck der ersten Halbzeit, Leipzig hat sich sehr schwer getan, auf Schlager zu verzichten, auf Simmons sich zu verzichten, auf Olmo, der dann noch kurzfristig verletzt war, zu verzichten. Leipzig war am Anfang passiv, hat Bremen mehr Ballbesitz gegeben. Das war sehr überraschend für mich. Aber gerade die ersten 10, 12 Minuten hatte ich das Gefühl, Bremen hat fast, also die ersten 10 Minuten, glaube ich, keinen einzigen kontrollierten Ball in die gegnerische Hälfte bekommen. Das hat mich so beeindruckt, dass ich immer das Gefühl hatte, ja, Leipzig ist ja einen kleinen Tick besser, obwohl Bremen sehr viel Ballbesitz hatte und wir haben versucht, das rauszuspielen, wie wir das halt oft machen. Aber da war einfach nichts zu holen. Umso länger die Halbzeit aber ging, umso besser wurden wir. Und dann spätestens ab der 20-25 waren wir total auf Augenhöhe und danach waren wir die bessere Mannschaft. Das hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Und wir waren wirklich, wir hatten mit dem Tor 5-8 Minuten, wo wir wirklich die klar bessere Mannschaft waren, weil Leipzig nach vorne gar nichts hinbekommen hat. Wir haben alles wegverteidigt.
Und wir haben teilweise uns in der gegnerischen Hälfte einnisten können. Das war zum Teil richtig, richtig stark. Und ich war da sehr überrascht. Und wir haben dann auch das Tor gemacht. Klar, ich glaube, der Freistoß darf nicht gepfiffen werden. Glaube ich, es war kein Freistoß. Und dann schlagen wir ihn rein. Es war, glaube ich, Duxch. Und dann wird er nochmal verteidigt. Und dann kommt der zweite Ball auf der anderen Seite von Velkovic, war es, glaube ich. Wird schön eingedreht. Woltemade ist da. Aber Seiwald ist zuvor, kann aber nur noch ungefähr retten und ja, köpft den Ball wunderbar ins lange Eck. Das hat er eigentlich sehr gut gemacht, auch wenn das natürlich keine Absicht war. Ja, und es war jetzt nicht so, dass wir die klassischen Chancen hatten auf ein 2-0. Klare Chancen haben wir uns schwer getan, herauszuspielen, aber immer so Halbchancen und immer, wo man gedacht hat, der Mensch, ein bisschen mehr, weiß ich nicht, Entschlossenheit, ein bisschen mehr Qualität wahrscheinlich auch, ein bisschen mehr passende Spielertypen. Unser Zielspieler ist der Romano Schmid, der 1,68 Meter ist. Er ist einfach zu klein für sowas in der Bundesliga. Wenn ich mir da den Luke Heber da hinten anschaue, der ist ja brutal, ist eine Maschine. Und ein Marvin Duxch, der vielleicht die Größe hätte, aber er halt gar keinen Kopfball gehen will. Ja, dann haben wir einfach das nicht passende Spielermaterial für so ein Spiel, weil Woltemade die Größe natürlich hätte, die Qualität, aber er macht das nicht. Und ja, wenn man da noch einen Chinma hätten oder einen funktionierenden Kovnatski, dann wäre die Welt noch schöner, dann hätte man tatsächlich was holen können, weil dann hätte man vielleicht sogar ein 2-0 machen können in der ersten Halbzeit und das hätte erstmal Leipzig aufholen müssen. Ja, Halbzeitfazit, ich habe jetzt hier im Übrigen bei dem weißen Strich, wenn er meine Maus hier sieht, für die Nachspielzeit nochmal einen Punkt eingebaut, weil das dann halbwegs ausgeglichen war, nur so zur Korrektheit. Halbzeitfazit. Erstens, Leipzig lauert, das hat mich sehr überrascht. Zweitens, Leipzig hat Probleme, weil eben Simmons, weil eben Schlager, weil eben Olmo nicht gespielt hat. Das hat man gesehen. Und drittens, Werder, geil. Muss man so sagen. Richtig gute Halbzeit. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das gegen Leipzig in Leipzig bei der formstärksten Mannschaft der Liga spielen können. Chapeau. Spielverlauf zweite Halbzeit. Der sah mal ganz anders aus. Also von der 45. bis zur 90. Minute durch die Bank war Leipzig besser. Bockstark begonnen und die haben uns quasi nicht mehr rausgelassen. Wir hatten ein, zwei ganz Konter, aber am Ende des Tages, glaube ich, keinen Torschuss da gehabt. Und bis dann die Nachspielzeit kommt. Aber zuvor muss man sagen, ja, da kam der Šeško rein, Šeško, wie heißt, von Leipzig und da ging es ab. Simakan haben wir dann rechts nicht verteidigen können. So fällt auch das Tor, da kommt der Diagonalball von Seiwald, ein super englischer Ball. Und Agu schläft da leider. Er hat nicht gesehen, dass der Mann dahinter ist. Da könnte man sagen, ja, Junge, der steht da immer, wieso weißt du das nicht? Aber es ist halt über eine Stunde intensive Bundesliga in deinen Knochen, dann bist du vielleicht auch mal kurz nicht ganz da. Schade, schade, weil wenn er da besser steht, dann passiert das zwar nicht. Und dann köpft er Simakan den Ball rein und Šeško macht Risiko und trifft das Ding wunderbar. Der ist zwar nicht super platziert, aber kommt mit 412 km/h handgestoppt. Super Teil, unhaltbar. Schönes Tor, muss man klar sagen. Ärgerlich, weil es einfach nur ein Diagonalball war. Da muss man nur näher dran stehen, dann kriegt er den Ball nicht hin. Aber generell ist Simakan ein super Spieler, mein Gott. Und eben der Luke Heber dahinter drin, der hat mir auch richtig gut gefallen. Super Mannschaft. Und ja, und dann hat Leipzig viel gedrückt. Man muss sagen, wir haben wenig Klares zugelassen. Auch das haben wir gut verteidigt. Aber da ist dann Leipzig so stark. Da gehören sie einfach zu den Besten in Deutschland und auch zu einer der attraktivsten Mannschaften in Europa. Das muss man klar so sagen. Da gibt es wenige, die dann mehr Qualität da drauf bekommen. Und ja, das haben wir sehr gut verteidigt. Mit Glück und Geschick waren wir da. Und interessanterweise, also da war ich dann spätestens ab der 80. Minute, wusste ich, okay, wenn wir einen Punkt holen, ist alles gut. Ich will das Ding nicht mehr verlieren. Und dann kam die Nachspielzeit und dachte, okay, jetzt dauert es noch 5 Minuten. Das müssen wir irgendwie überlegen. Aber auf einmal waren wir da. Auf einmal haben wir Torschancen. Wir haben den super Kopfball von Stay, der fast schon reingehen muss, aber auch gut gehalten. Und dann haben wir noch eine Riesenchance. Wir haben voll, glaube ich, noch eine Halbchance und dann die Riesenchance, wo wir links durch sind, wo Romano Schmid da querlegt auf Mitchell Weiser und da fehlen wahrscheinlich einfach der Zentimeter, die Körner, dass man da ist. Für mich ist das leider kein Foul und das ist eine super Chance. Es muss eigentlich sogar ein Tor sein, aber
es ist ja dann auch gut verteidigt und ja, Mitchell ist immer fleißig und da war leider 1% zu wenig Kondition da. Es ist sehr schade, aber da mache ich keinen Vorwurf. Aber da hätte man das Ding wirklich noch mal ziehen können. Total irre, dass wir da ganz am Schluss irgendwie das Spiel noch so drehen können oder zumindest die Chancen kreiert haben. Daher glaube ich, geht die erste Halbzeit an uns, die zweite Halbzeit an Leipzig. Leipzig hat vielleicht einen Tick mehr insgesamt, weil auch in der ersten Halbzeit sie am Anfang, fand ich, irgendwie sehr, sehr kontrolliert gespielt haben, überhaupt nichts zugelassen haben. Aber ich glaube, damit kann man schon zufrieden sein. Schauen wir uns noch die Spieldaten an. X-Goals, also als der Abpfiff kam zur ersten Halbzeit, stand bei Leipzig X-Goals Wert 0,0. Das kann ich mir zwar nicht vorstellen, weil ja Pausen eine riesige Nachschusschance hatte, wo Zetra super hält. Weiß nicht, wurde das dann noch abgepfiffen, habe ich nicht mitbekommen, weil das muss ja eine X-Goals wert sein. Aber da stand wirklich 0,0. Ich glaube, dass es zwar falsch war, wenn es so wäre, Leipzig auf 0,0 zu halten, das muss uns einer erstmal nachmachen. Wir hatten da 0,49 oder so zur Halbzeit. Aber nach dem Spiel hatten wir 1,03 und Leipzig 1,93. Da sieht man, X-Goals-mäßig wäre es ein Tick verdient gewesen für Leipzig. Laufdistanz war quasi gleich, Sprints. Wie immer ist der SV Werder Bremen etwas lauffaul. 20 Sprints mehr von Leipzig. Nein, es sind 30. Passt, ist schon okay. 220 minus 190 ist 30. Passt schon. Also 30 Sprints mehr. Ballbesitz hatten wir mehr. Das hätte ich ja niemals erwartet. Das freut mich irgendwie. Ich finde das geil, auch wenn das jetzt kein Sieg war. Aber ich als Ballbesitz-Fetischist finde es schön, dass wir mehr Ballbesitz haben. Und Torschüsse, ja, sind wir knapp dahinter, aber auch ähnlich. Passquote, wir haben 88%, also bei Bundesliga.de, 2 Minuten nach Abpfiff aktualisiert. Die Erfahrung zeigt, dass diese Zahlen noch ein bisschen korrigiert werden, aber da stand 88% zu 86. Das ist richtig stark aus Werder Sicht. Man muss auch sagen, dass wir natürlich wenige Risikobälle gespielt haben, sondern sehr viel Sicherheitsbälle gespielt haben, weil wir einfach kaum die Tiefe attackieren konnten, beziehungsweise das ausschließlich über Romano Schmid konnten, weil Chinma leider immer noch nicht fit ist. Und Zweikampf sind wir ein Tick besser. Also hätte man mir diese Statistik gesehen, klar, der X-Goals wäre tut ein bisschen weh, aber alles andere, mehr Ballbesitz, mehr Zweikämpfe gewonnen, bessere Passquote, da muss fast deswegen ein Sieg raus. Also da wird es dann fast schon wieder bitter, dass man da nur 1-1 spielt, aber sind wir mal ehrlich, der Gegner ist einfach richtig gut. Bevor ich zum Endfazit komme und auch noch zur Tabelle, habe ich mir noch was einfallen lassen. Fazit Duxch. Also, wer das Spiel nochmal sich ansehen will im Real Life, dann soll er sich mal auf die Spielminute, nicht Video, sondern Spielminute 22:25 schalten. Da kommt dann 2-3 Sekunden später ein langer Ball und da, der kommt auf Marvin Duxch und dann schaut mal, was er da macht. Der Ball kommt ganz klar auf ihn und der Marvin schaut nur auf seinen Gegenspieler und guckt, wie der den Kopf macht. Er springt nicht hoch, obwohl der Gegenspieler, ich weiß nicht, 60, 70 Zentimeter neben ihm steht. Das ist Arbeitsverweigerung. Also Marvin, der Kommentator bei Sky, war sehr auf deiner Seite. Der hat dich sehr gelobt, defensiv, was du geackert hast. So super habe ich das nicht gesehen, aber vielleicht bin ich ja da der Blinde. Aber da nicht hingehen, das macht einen Fan absolut Wahnsinn. Dann spring wenigstens hoch, auch wenn du gar nicht weißt, wo der Ball ist. Dann spring doch bitte hoch. Tu einfach so, als ob. Aber um ihn auch zu loben, weil er ist einfach Genie und Wahnsinn ist, spult zur 66,25 Minute. Das dauert auch 2-3 Sekunden, dann kommt er zum Ball, nimmt den Ball an, hoch, ich glaube mit dem Kopf oder mit der Brust, nimmt ihn an und quasi in dem Moment, wo der Ball auf den Boden fällt, versucht dann mit dem rechten Fuß ins lange Eck zu spielen. Der Ball geht zwar nicht rein, geht glaube ich einen halben Meter weit weg, aber da hat man gesehen, was für ein geiler Kick er eigentlich ist. Das ist so, weil das ist nicht zu verteidigen. Wenn er da den Ball berührt, den ersten, da kommst du als Abwehrspieler nicht hin. Entweder tust du die Ballannahme verteidigen oder gar nicht mehr. Und das war richtig stark. Wenn der aufs Tor kommt, ist er drin, weil den sieht der Torwart gar nicht, ist du überrascht. Also das ist halt Genie, Duxch. Und vorher war es Wahnsinn. Daher, Marvin Duxch, Genie und Wahnsinn. Und dir muss klar sein, solange du an solchen Kopfbällen wie in der Szene nicht hingehst, da wird es Fans geben, die dich auspfeifen und das musst du dann akzeptieren. Fazit Komnatski. Also wirklich, ich weiß nicht, was mit dem los ist. Ich weiß nicht,
was da ist, da muss irgendwie mehr sein, denn ich finde ihn schwerfällig, ich finde ihn lustlos, ich finde ihn arrogant, eine Körpersprache in seiner Situation, der überhaupt nicht funktioniert, das ist eine absolute Katastrophe. Jeder Ball, den er bekommt, kann er eigentlich nicht verarbeiten. Es ist jeder Ball, der angespielt wird, ist ein schlechter Ball. Also von 10 sind 9 schlecht. So wie er spielt, in dieser Lustlosigkeit, in dieser Situation, vielleicht gibt es auch Probleme, von denen ich nichts weiß, aber wenn ich den Sport der Komnatski bewerten muss, sage ich kein Bundesliga-Format. Und da braucht sie nicht wundern, dass er nicht spielt. Das, ja, wie gesagt, hat nichts mit Bundesliga zu tun. Was aber mit Bundesliga zu tun hat, ist Marco Friel. Hab den am Anfang so ein bisschen kritisiert. Hab auch immer gesagt, ich verstehe nicht, warum der Kapitän ist. Bockstark. Seine Formkurve geht brutal nach oben. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass das Ralf Rangnick noch honoriert und er mitnimmt. Auch wenn er jetzt nicht die IV-Position blind auseinanderhalten kann. Oder aus dem Kopf eben weiß, wie viel es da gibt. Aber bockstark, ein würdiger Kapitän. Also Marco Friel spielt super und der SV Werder Bremen ist sofort besser, wenn Marco Friel auf dem Platz steht. Aktuell bester Innenverteidiger von uns, muss man klar sagen. Chapeau, hätte ich nie gedacht. Die Tabelle. Ich mache das Video nach der Konferenz und vor dem Topspiel. Das heißt, einige Mannschaften haben nach den Punkten einen Stern. Die haben also noch 32 Spieltage. Und natürlich Tabelle, wer ist der 33. Spieltag? Ich versuche das immer ganz schnell nach dem Abpfiff zu machen. Da merkt man manchmal, dass da leider ein paar Fehler passieren. Aber Stand jetzt, der Live-Tabelle des 33. Spieltags, sind wir 11. Das ist blöd. Aber auf den 8. Platz, auf dem wir spekulieren, ist es nur ein Punkt. Natürlich ist Augsburg-Heidenheim noch vor uns und Hoffenheim hat ein Spiel weniger. Daher wird es sehr, sehr schwer. Wir müssen auf jeden Fall Bochum gewinnen oder schlagen, damit wir überhaupt eine Chance haben. Bochum kann nicht mehr direkt absteigen, kann, weil Mainz ja noch spät und theoretisch gewinnen kann, noch Relegation. Das heißt, bei denen kann was gehen, wenn aber Mainz gegen Dortmund verliert, dann sind sie sicher durch und dann geht's bei dem nichts mehr. Und dann haben wir unser letztes Heimspiel und dann verabschieden wir den Christian Groß zum Beispiel. Und dann werden wir die doch hoffentlich schlagen und dann gucken wir, wie das DFB-Pokalspiel ausgeht. Fazit. Erste Halbzeit Werder geil, zweite Halbzeit Werder fast geil. Ich glaube, dabei kann man es belassen. Den Punkt müssen wir mitnehmen. Natürlich ist es ein bisschen nervig, aber auch irgendwo verdient. Und daher Werder geil. Ein Punkt in Leipzig. Das haben nicht alle in der Bundesliga geschafft. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich mich viel mehr über diesen Punkt freuen sollte, weil Leipzig, hat man in der zweiten Halbzeit gesehen, eine bockstarke Truppe ist. Und dann haben auch nur 1, 2, 3 Leistungsträger gefehlt. Da sieht man überhaupt, mit welcher Wucht die dann da in der Theorie zumindest hätten kommen können. Und daher müssen wir das annehmen und sollten froh sein über den Punkt. Natürlich, wenn man auf Europa schaut, wenn man da Glück hat oder gegen Gladbach nicht den Elfmeter bekommt, klar, dann wären wir schon 8er. Wenn man beide Spiele ziehen würde, wäre man wahrscheinlich sogar schon 7. gewesen. Das wäre brutal. Aber ich glaube, da fehlt einfach noch ein bisschen an Kaderqualität, weil wir da zu sehr an einen Duxch festhalten müssen, der dann einfach so einen genialen Moment kreieren muss, wo aber auch die Mannschaft ihm da helfen muss. Wir sehr viel auf einen Zielspieler Romano Schmid bauen müssen, der super Entwicklung hat. Ich liebe den Kerl. Aber für die hohen Bälle ist er halt einfach nicht körperlich da groß genug. Dafür kann er nichts, so ist es aber. Für Tiefe, wenn er einen Ball an den Fuß annehmen kann, dann ist er natürlich super. Aber da fehlt einfach uns ein bisschen Qualität, weil es Woltemar, der einfach nicht kann und will. Und dann haben wir nur einen Chinma. Da bräuchten wir einfach noch einen 4. Stürmer wie ein Kovnatski, der aber funktioniert. Das tut er leider nicht. Und daher fehlt uns, finde ich, einfach ein bisschen die Qualität, weil wir einfach mit unserem System, mit den tiefstehenden Außen, nicht so viel über Außen Druck machen können. Zumindest in einer Situation, wo wir vielleicht mal in der eigenen Hälfte oder im mittleren Drittel sind, um dann mal mit dem langen Ball zu agieren. Das geht ausschließlich über Romano Schmid und Chinma. Und wenn dann einer von den beiden leider schon seit mehreren Wochen fehlt, dann reicht es einfach nicht aus, gegen so eine Supertruppe da zu punkten, mehrfach zu punkten, um dann vielleicht an Europa zu denken. Trotzdem sollte man stolz sein. Wie gesagt, in Leipzig musst du erstmal einen Punkt holen und der nicht unverdient ist. Auch das gehört zur Wahrheit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin der Basti B., Bremen-Fan aus Bayern und Daumen auch zur Verabschiedung. Kein Tschüss, kein Moin, sondern Fazit. Servus. Basti B., Bremen-Fan aus Bayern, Werder Bremen, Werder Bremen, SV Werder Bremen.
Basti Bär, Bremen-Fan.